Also der Max hat mich gebeten, was über die Wirtschaftslehre von Marx zu sagen. Das ist ein etwas großes Unterfangen. Ich habe euch ein paar Blätter ausgeteilt, die aber erst verständlich werden, wenn ich gesprochen habe. Also die sind so gedacht, dass wenn man rausgeht oder nach Hause geht oder auf dem Zug ist oder auch hier, je nachdem, dass man sich gebrauchte zentrale Begriffe hier nochmal anguckt. Ne? Weil es nutzt nichts, die da vorne an die Tafel oder dahin zu projizieren und dann ist das weg. Ne? Also das hat man dann in der Hand und dann kann man da auch mit umgehen. Weil normalerweise bei Vorträgen ist das so, dass es hier reingeht und da rausgeht. Ne? Ich will beginnen, indem ich zunächst erstmal sage, womit die Kritik der politischen Ökonomie, so heißt die Wirtschaftslehre von Marx bei Marx selbst, womit die zu tun hat. Ich habe mir gedacht, ich fange bei ganz einfachen Sachen an. Nämlich beim Ketchup, beim Auto, ich konnte kein Auto hier hinstellen, aber so ein kleines habe ich schon. Und bei einer Frauenzeitschrift. Die nehme ich mal als beispielhafte Waren. Der Ketchup ist die Ware, mit dessen Hilfe das Kapital die Nahrungsmittel so bearbeitet, dass sie den Menschen so den Schlund runtergehen, dass sie nur die Süße, die Tomaten oder sonst nichts schmecken und ihnen der Geschmack im Sinne des Kapitals verloren geht. Marx sagt auch, der Kapitalismus züchtet den sinnlichen Kretinismus, den sinnlichen Kretin. Der sinnliche Kretin sitzt bei McDonald's. Und der sinnliche Kretin ist kein böser Mensch, sondern das Kapital produziert Lebensmittel, die so billig sind, dass der Lohn, die notwendige Arbeitszeit, die man ausgibt, reicht, um sich auf dem niedrigsten Level ernähren zu können. Das ist grundsätzlich die Strategie des Kapitals. Wenn man so guckt, diese Flasche, betrachten wir uns diese Flasche, sie ist erstens aus Plastik. Das ist schon interessant genug. Das heißt, diese Flasche stellt per se ein ökologisches Problem dar. Sie hat zweitens einen Inhalt, der in Italien produziert worden ist. Unter jämmerlichsten Bedingungen derjenigen, die dazu eingesetzt wurden, diese Pflanzen zum Wachsen und zur Ernte zu bringen. Das sind nämlich in der Regel Fremdarbeiter, die sie aus Afrika oder sonst wo herbeigeführt haben und die in irgendwelchen Baracken hausen und weit unter dem Minimallohn, wenn überhaupt, arbeiten müssen und wenn sie gearbeitet haben, auf Mist geschmissen werden, also rausgeschmissen werden. Dafür taugen diese Arbeiter. Man merkt also, wenn man das zu sich nimmt, ist man ein soziales Verhältnis. Man ist ein soziales Verhältnis, man ist ein ökologisches Problem
Und man ist es in der Form einer Ware. Das heißt, das Kapital bietet es uns als Ware an. Diese Ware nochmal dient dazu, die Kosten für die notwendige Arbeitszeit, die die Arbeitskraft braucht, um sich zu reproduzieren, so zu reduzieren, dass der sogenannte Mehrwert, der in die Taschen des Privateigentümers fließt, erhöht wird. Das ist also eine interessante Lohnsenkungsmaßnahme, wenn man das so will, auf ganzer Linie. Abgesehen davon nochmal ist es dasjenige, was völlig dem Marxismus widerspricht, denn Marx sagt, im Laufe ihres Produktionsprozesses erarbeitet sich die menschliche Gattung sinnliche, intellektuelle, soziale Eigenschaften und Fähigkeiten, Differenzierungen, die sie immer reicher machen. Das hier ist das perverse Produkt eines Produktionsprozesses, der die Menschen nicht reicher, sondern ärmer macht. Das ist verständlich, ne? Haben wir schon mal eins. Das heißt, die Kritik der politischen Ökonomie hat die Aufgabe, diesen Perversionsprozess, pervertere heißt Umdrehung, diesen Umdrehensprozess, nämlich dass die menschlichen Fähigkeiten und Fertigkeiten so umgedreht werden, dass die Menschen nur noch Scheißdreck produzieren und fressen, diesen Produktionsprozess und Perversionsprozess zu analysieren und deutlich zu machen. Dazu zum Beispiel ist die Kritik der politischen Ökonomie da. Das zweite ist dieses Autochen. Wenn man das Auto nimmt, ist das auch ein Beispiel eines Produktionsverhältnisses, wie das auch. Wiederum ein erhebliches ökologisches Problem. Wiederum die Perversion des menschlichen Bedürfnisses, sich zu bewegen. Die Bewegung wird pervertiert in der Art und Weise, dass die Menschen ihr Bedürfnis, sich zu bewegen, so gegen sich selbst richten, dass sie sich zugrunde richten im Namen des Kapitals. Also ist das ein Perversionsverhältnis, wieder dasselbe. Das heißt, wir haben zusammen, immer zusammen, ein ökologisches Problem, ein soziales Problem und ein Produktionsproblem und Distributions- und Konsumptionsproblem. Dieser Zusammenhang ist Gegenstand unserer Wissenschaft und wir haben nur eine als Marxisten. Ich bin einer, was man merkt, ne? Das ist die Kritik der politischen Ökonomie. Jetzt nehmen wir den dritten raus. Ich habe schlicht und einfach meine Zeitung mitgebracht. Die habe ich mir gestern gekauft. Gala heißt die. Jetzt kann ich die aufblättern, wo ich will. Ich habe mal nur die Rückseite betrachtet. Seht ihr die Rückseite? Das ist das dritte Problem. Das ist die welthistorische Niederlage des weiblichen Geschlechts, paradigmatisch und konkret dargestellt. Die Frau wird heruntergebracht auf eine Ware, die sich verkauft zusammen mit irgendeinem Produkt von Yves Saint Laurent. Das heißt, wir haben also jetzt eine drei- oder vierfache Problematik. Die Frau wird zur Ware, die Natur wird zur Ware, die Mobilität wird zur Ware und die Menschen, die es herstellen, sind ohnehin schon längst zur Ware geworden.
Sodass also für Marxisten die ökologische Frage, die Geschlechtsfrage und die ökonomische und soziale Frage immer inhaltlich zusammengehören. Sie sind nie voneinander getrennt zu lösen und zu behandeln. Das ist eine wesentliche Situation, denn wenn man jetzt diese Frau nimmt, die ich nicht kenne, die als Person vielleicht, ich unterstelle es mal, eine sehr ernsthafte Person sein kann und vielleicht auch sicher ist, was passiert denn da Schreckliches mit ihr? Sie verkauft sich selbst im Sinne der Profitmaximierung fürs Kapital. Das kann man beim Arbeiter sagen, das kann man überall sagen, man kommt immer auf diesen Punkt. Marx sagt, ich habe nur den ersten Band mitgebracht vom Kapital. Ich wollte schon die drei Bände mitbringen, um euch zu zeigen, was er so gemacht hat. Aber dazu hätte meine Tasche nicht ausgereicht. Er sagt, der Reichtum der Gesellschaften erscheint als eine ungeheure Warensammlung. Damit fängt er an. Und dann poolt er das alles auseinander, was das heißt. Aber es ist ja klar, was uns da als Ware begegnet, das ist kein menschlicher Reichtum, das ist Armut. Das ist Perversion. Nicht die Frau, die kenne ich nicht, was sie aus sich macht oder machen lässt, aus bestimmten Gründen. Vielleicht, weil sie zu Hause eine Familie zu ernähren hat, die arbeitslos ist. Ich kann es nicht wissen. Das ist kein Reichtum. Das da ist das Gegenteil von gesellschaftlichem Reichtum. Das ist die Zerstörung des menschlichen Reichtums an Natur und menschlichen Fähigkeiten. Und das ist die Zerstörung der menschlichen Sinnlichkeit. So. Also behandelt die Kritik der politischen Ökonomie den Begriff des Reichtums und sagt, dasjenige, was der Kapitalismus uns vorsetzt, hat mit Reichtum nichts zu tun. Sondern der Begriff des Reichtums wird auf Warenreichtum reduziert. Und Warenreichtum ist eine Perversion. Reichtum, sagt er, ich zitiere mich, aber Marx dadurch. Ich habe da ewig dran gearbeitet, deswegen zitiere ich mich, aber dadurch Marx. Reichtum ist der menschliche Reichtum an Fähigkeiten, Fertigkeiten, Beziehungen, an entfalteter Sinnlichkeit. Zweitens, die Frau ist keine Ware. Die Arbeitskraft des Menschen ist eigentlich auch keine Ware. Sondern dass sie als Ware genommen wird, ist ein menschlicher Skandal, der seit Tausenden von Jahren existiert und hingenommen wird. Es ist auch ein Skandal, dass die Frauen reduziert werden auf Ware. Das ist klar. Drittens, Fruchtbarkeit, Schönheit, Sinnlichkeit, Verstand, menschliche Fähigkeiten sind keine Ware, sondern menschlicher Reichtum. Und schon mal gar nicht gilt, die Natur ist keine Ware, sondern Lebensgrundlage. Wir leben von der Naturproduktivität. Jetzt muss man sich fragen, wie ist es dahin gekommen, dass diese Perversion existiert?
Wie ist es da hingekommen, dass Marx, wie Marx sagt, dass diese Verhältnisse sich gerieren können, als seien es die natürlichsten Verhältnisse der Welt? Der nennt das Warenfetisch. Er nennt das Fetisch. Wie ist es dazu gekommen, dass wir uns in einer Fetischwelt bewegen? Unter Umständen auch noch, naja, ich lasse es mal, sonst fange ich an zu schimpfen. Also wie ist es dazu gekommen, dass wir uns in einer Fetischwelt bewegen und dann noch so bekloppt sind, die so zu betrachten, als sind, wären die über uns gekommen wie ein Gottesgebot sozusagen, wo man ja immer schon fragen kann, woher kommt das Gottesgebot? Also als ob es Naturverhältnisse seien. Die Kritik der politischen Ökonomie macht erstens frei, was Reichtum ist und zweitens, was Fetisch ist und drittens, was Perversion ist. Das ist das Ziel der Kritik der politischen Ökonomie. Und deswegen beginnt der Marx bei der Zentralkategorie des ganzen Perversionsprozesses und das ist die Ware. Und die Ware ist entstanden in dem Moment, als das Privateigentum, also ist Teil des Werdens des Privateigentums, der Entstehung des Staates und der welthistorischen Niederlage des weiblichen Geschlechts. Das ist dasjenige, was er in seinen ethnologischen Schriften schreibt, der Marx, und was dann der Engels daraus gezogen hat in dieser bekannten Schrift über Entstehung des Privateigentums. Nochmal, was ist Kritik der politischen Ökonomie? Die ist Kritik der Ökonomie und der Politik einer warenproduzierenden Gesellschaft, die sich so weit entwickelt hat, dass nur noch der geldheckende Wert wesentlich ist, aber nicht die Bedürfnisse der Menschen und schon mal gar nicht ihr menschlicher Reichtum. Sondern der menschliche Reichtum, die Fähigkeiten, Fertigkeiten und so weiter, werden ausgebeutet für diese Perversion. Kritik der politischen Ökonomie ist Kritik der Ökonomie einer Tauschwertgesellschaft mit dem Kapital als seiner letzten Formation, die darauf hinausläuft, auf die Ausbeutung der menschlichen Fähigkeiten, der Arbeitskraft und, was wesentlich ist, der weiblichen Fruchtbarkeit. Denn die weibliche Fruchtbarkeit ist die höchste Form der Produktivität des Menschen. Wenn es die nicht gäbe, gäbe es uns nicht. Das ist Marx und Engels völlig bewusst. Wenn man denen also vorwirft, sie hätten die feministische Frage nicht erkannt, dann irrt man sich. Sondern sie haben sie zentral erkannt. Und zwar so erkannt, dass der Marx gesagt hat, durch die Existenz der Familie scheint immer die Sklavenhaltergesellschaft durch. So hat er gesagt. Zweitens, die Kritik der politischen Ökonomie besteht darin, die Kategorien und Mechanismen freizulegen, mit denen dieses perverse Verhältnis, sagen wir das Kapitalverhältnis, sich produziert und reproduziert. Das ist eigentlich das, was man dann immer als Ökonomie versteht, aber dann versteht man nie, wozu diese ganze Kritik der Ökonomie da ist. Und drittens, das Ziel dieser Kritik ist die Aufhebung der Ware als hegemonialer Kategorie. Das ist wesentlich. Wir Marxisten wollen darauf hinaus, die Ware als zentrale Kategorie, ökonomische Kategorie, die Perversion in der genannten Art und Weise herbeiführt, aufzulösen. Das nennen wir übrigens die sozialistische Transformation. Und diese sozialistische Transformation besteht darin, eine gemeinschaftliche Planung der Produktion von Gebrauchswerten durchzuführen, dergestalt, dass Schritt für Schritt die Ware ihre Hegemonie verliert
und die Güterproduktion an die Stelle tritt. Habt ihr schon gemerkt, was Güter sind und was Ware ist? Güter sind zu etwas gut, deswegen heißen sie Güter. Waren sind nicht per se für etwas gut, deswegen heißen sie auch nicht Güter, sondern es sind Dinge, die dazu da sind, den Menschen ihre Fähigkeiten und Fertigkeiten, ihre Natur und so weiter Schritt für Schritt im Sinne des geldheckenden Werts wegzunehmen. Diesen Wegnahmeprozess nennt man Entfremdung. Entfremdung ist marxistisch definiert als Entfremdung von der Produktion, von den Produkten, von der Gattung und der Natur. Ihr merkt, damit ist alles gesagt. Das ist auch von Anfang an schon gesagt, indem ich diese Sachen hier rausgeholt habe. Nochmals, Entfremdung vom Produkt, wobei schon allein das Produkt eine Entfremdung ist. Entfremdung vom Produkt ist, ich stelle ein Produkt her, was mich selbst ad absurdum, also zerstört. Ich stelle ein Produkt her, was mich selbst zerstört. Ich stelle ein Produkt her, wodurch die Weiblichkeit ad absurdum geführt wird. Entfremdung vom Produkt, von der Produktion, nämlich wir machen das, von der Gattung, das heißt von uns selbst als Menschen, die den ganzen Kram produzieren, das ist die Gattung. Wir lassen uns das wegnehmen und es wird uns weggenommen, die Gattung und die Natur. Von vornherein, nochmal, ist bei Marx 1844 die soziale, die ökonomische, die weibliche und die ökologische Frage immer zusammen gesehen. Wir brauchen nicht die Belehrung von anderen Strömungen, wohl aber müssen wir mit denen zusammenarbeiten. Das versteht sich von selbst. Das versteht sich von selbst. Aber wir haben uns nicht schamhaft zurückzuziehen. Das müssen wir nicht. Das wäre ja noch schöner. Das Ziel ist dann auch Stopp der natürlichen Grundlagen der menschlichen Gattung. Es gibt einen sehr schönen Satz, jetzt habe ich gesagt, was Kritik der politischen Ökonomie ist. Es gibt einen sehr schönen Satz, der heißt, das ist die 11. Feuerbach-These, die heißt, die Philosophen haben die Welt nur verschieden interpretiert, es kommt darauf an, sich zu verändern. Vielleicht kennt er den. Jetzt machen wir es mal ökonomisch. Die bürgerlichen Ökonomen haben stets nur das Kapital verschieden interpretiert. Es kommt aber darauf an, es zum Teufel zu schicken. Das ist die große Veränderung, vor der wir stehen. Das nennt man auch Praxis. Das heißt, die Kritik der politischen Ökonomie geht auf eine revolutionäre Praxis raus. Das ist nicht ein Selbstgedudel irgendeines Theoretikers. Dazu möchte man ihn gerne machen. Er ist es aber nicht, sondern er hat es immer im Kopf. Wenn wir nicht die Verhältnisse abschaffen, werden uns die Verhältnisse abschaffen. Sie werden uns abschaffen. Und sie sind dabei, uns abzuschaffen. Der Arsch brennt uns ja schon. Wie soll er denn noch brennen? Ja doch, kann er noch. Also die ist eine revolutionäre Theorie. Und wenn er sagt, die Philosophen haben die Welt nur verschieden interpretiert, es kommt darauf an, sie zu verändern, dann sagen wir als Marxisten, richtig, es kommt darauf an, die Welt so zu verändern, dass wir uns nicht selbst zerstören im Sinne eines gesellschaftlichen Verhältnisses, was unsere Fähigkeiten und Fertigkeiten ausbeutet und uns die natürlichen Grundlagen unterm Arsch wegzieht. Ich will mal ein bisschen weitergehen und auf ein paar zentrale Kategorien rausgehen. Also wenn ihr hier rausgeht, wäre schön, ihr hättet ein paar Kategorien gehört,
Vielleicht kennt er sie schon und sie sind auf den Blättern nochmal zusammengefasst. Allerdings manchmal in der Sprache von Marx und die ist ein bisschen schwierig zu verstehen. Das macht aber nichts. Denn nicht schwierig zu verstehen ist nur die Bild und Mickey Maus. Und darauf können wir ja nicht beharren. Ne? Wir sind ja keine Mickey Mäuse und sonst was. Ne? Also das geht natürlich nicht. So, jetzt hole ich mal, mache ich mal ein bisschen was klar. Ich bin immer dafür, das ganz konkret zu machen. Das glaube ich, das haben wir alle verstanden, das brauchen wir nicht mehr. Nehmen wir mal an, diese Gala hätte 2,50 gekostet. Ich glaube, die ist sogar teurer. Schenke ich aber euch, das ist meine Ausgabe. Ne? Nicht das Ding, das schmeiße ich weg, ne? Das könnt ihr kaum gebrauchen. Jetzt habe ich dieses Ding da, Ware gegen Geld. Und dann will ich Ketchup dafür kaufen. Das nennt man den einfachen Warentausch. Wenn man das so macht, merkt ihr, darauf will kein ordentlicher Kapitalist raus. Der gibt doch kein Geld aus, damit er Ketchup bekommt und sozusagen dann austauscht gegen das, sondern was ist denn das? Jetzt machen wir es nochmal konkreter. Jetzt gucken wir uns, haben wir Heinz Ketchup und haben jetzt Geld bekommen, 2,50. Jetzt fordere ich euch da auf, 6 Stunden lang, wenn wir dazu Zeit haben, was wir nicht haben, diese Geldstücke anzugucken und zu sehen, ob die mehr werden. Man sagt ja, Geld arbeitet. Siehe da, es arbeitet nicht. Es wird nicht mehr. Ist das richtig? Ja, ne? Also ist das Scheißdreck. Geld arbeitet nicht. Und wenn ich es austausche, da und bekomme dann Geld, das nutzt mir überhaupt nichts. Also muss der Kapitalist das Geld ausgeben gegen eine Ware. Das ist nicht Ketchup, das sind jetzt nur Ware. Wo er dann rauskriegt, mehr Geld. Es muss also eine Ware geben, die, wenn er die kauft, mehr Geld rauskommt, als er investiert hat. Das ist nicht eine schlichte Ware, sondern es ist eine ganz besondere Ware. Das ist die wahre Arbeitskraft. Wenn er die wahre Arbeitskraft kauft, dann hat er auf einmal, wenn er die verwendet, mehr Geld als vorher. Der Marx sagt, das Kapital hat es an sich, als ob es permanent goldene Eier legt. Also nehmen wir mal an, diese 3 Euro wären die goldenen Eier, die gelegt worden sind. Und zwar durch, nicht das Ketchup, sondern in dem Ketchup sind Arbeiter drin. Und die Arbeiter, die da drin sozusagen zu Ketchup verarbeitet worden sind, deren ganze Arbeitskraft zu Ketchup verarbeitet worden ist, deren Gesundheit zu Ketchup verarbeitet worden ist, weil nämlich diese Plantagen mit entsetzlichen Pflanzenschutzmitteln bearbeitet worden sind. Diese Arbeiter legen goldene Eier. Das heißt, der Kapitalist macht Folgendes, er bezahlt die Arbeitskraft mit 2,50 und holt 3 Euro raus. Das nennt man Mehrwert, die 50 Cent. Der Mehrwert, den er da rauszieht aus denen, ist die Arbeitskraft von denen, die er da verwurstet oder verketchupt oder was immer wie. Oder ab und zu auch gerne, wenn sie ihm zu viel sind, in den Weltkrieg schickt, dann gehen sie sowieso kaputt. Macht er auch ab und zu gerne. Ne? Ich spreche so einfach wie möglich, aber so präzise wie nötig. Ne? Wenn er das macht, der kauft das
Aber er kauft das so, dass er denen, die da drin sind, wenn es hochkommt, so viel Lohn zahlt, dass die entweder ihre erbärmlichen Lebensverhältnisse reproduzieren, das heißt ihre notwendige Arbeitszeit, die notwendigen Kosten, oder die etwas besseren Verhältnisse sind immer noch notwendige Kosten. Und er wendet sie so weit an, dass die für ihn mehr Arbeit leisten, denn er kauft die ein für eine gewisse Zeit, die er sie an, die er, also Arbeitszeitregelungen gibt es immer. Und das bedeutet aber, er bezahlt ihn, sagen wir mal, 4 Euro, aber beutet sie 4 Stunden, die bezahlt dann, beutet sie 8 Stunden aus, dann hat er für die 8 Stunden, die 4 Stunden hat er eine Mehrarbeitszeit und die Mehrarbeitszeit macht ihn den Mehrwert aus und das macht den Kohl fett. Das ist die Arbeitswerttheorie oder die Lohntheorie von Marx. Die ist sehr gut. Die bedeutet, dass allein aus der Mehrarbeitszeit dasjenige rauskommt, worauf der Kapitalist scharf ist, nämlich Mehrwert. Das nennt er dann in seiner Abkürzungsformel G gegen W gegen G' und G' ist Mehrwert, also Geld und Mehrwert. G' ist immer Delta G, sagt er auch manchmal. Ist euch das klar? Habt ihr das schon mal gehört? Die Grundformel des Kapitals, die Grundformel des Kapitals ist G gegen W gegen G'. Das ist die Grundformel des Kapitals. Und er nennt das Kapital auch das geldheckende Geld. Manchmal sagt er auch geldheckender Wert. Geldheckend heißt gelderzeugend. Das ist jetzt nicht mehr so in der Umgangssprache drin. Aber so ein bisschen könntest du auch noch, wenn man sagt, Leute hacken sich was aus. Da ist das noch drin. Kennst du den Begriff? Wahrscheinlich, ne? Aber hacken hier als sich erzeugen. Ich kaufe die Arbeitskraft, bezahle die notwendige Arbeitszeit, die es braucht, damit sich die Arbeitskraft reproduzieren kann. Das nennt man Lohn. Wende die Arbeitskraft über die dazu notwendige Arbeitszeit aus. Sacke die Mehrarbeitszeit ein und erhalte den Mehrwert. Das ist die Arbeitswerttheorie oder Mehrwertstheorie. Das ist die zentrale Theorie der gesamten. Jetzt kommt aber was hin. Wie ist denn das dazu gekommen? Das nennt er die ursprüngliche Akkumulation. Dass es dahin kommen konnte, setzt voraus, dass irgendwann mal, er arbeitet das stark raus, 13. bis 14. Jahrhundert, am Beispiel der Großbritanniens, den Menschen ihre Produktionsmittel entwendet wurden. Das ist die ursprüngliche Akkumulation. Die wurden von ihrem wesentlichen Produktionsmittel, das ist Grund und Boden, mit Schwert und Flamme getrennt. Sie wurden, wenn sie sich weigerten, vernichtet. Sie wurden von ihren Äckern getrieben. Sie wurden enteignet. Also der Kapitalismus beruht auf einer enormen Enteignung. Und wenn wir Marxisten, Kommunisten dafür eintreten, das Kapital zu enteignen, heißt das nur, dass das Volk zurückholt, was man ihm ewig geklaut hat. Es ist nur gerecht. Es ist nicht ungerecht, es ist gerecht. Es ist erst die Gerechtigkeit. Das heißt, das gesamte kapitalistische System scheißt auf Gerechtigkeit.
Wobei ich nicht meine, dass die Argumentation von Oscar Lafontaine hinreichend ist, der immer von Gerechtigkeit spricht. Das meine ich nicht. Das heißt, das Kapital ist ein Gesellschaftsverhältnis, das auf dem Privateigentum der Produktionsmittel beruht, die vorher der arbeitenden und bäuerlichen Bevölkerung entwendet wurde mit Feuer und Schwert. Und es ist ein Gesellschaftsverhältnis, das auf dem Recht besteht, den durch diesen Prozess entstehenden sogenannten freien Arbeiter ausbeuten zu können, weil derselbe nicht im Besitz von Produktionsmitteln ist und sich deswegen verkaufen muss. Deswegen müssen wir, wenn wir die Ware verschwinden lassen wollen als zentrale Kategorie, immer das Privateigentum an den Produktionsmitteln auflösen. Wir kommen überhaupt nicht drum rum. Das ist sozusagen das A und O. Wer die Machtfrage nicht stellt, wer nicht die Frage stellt, wie die Produktionsmittel enteignet werden, hat keine radikale Position und ist immer und bleibt immer Sozialdemokrat oder Grüner oder was auch immer. Deswegen hat der große Aufbruch der Grünen hat ja durch Ausschaltung aller radikalen Eigentumsfragen letztlich nur zur Einführung des Dosenpfandes geführt. Das war sozusagen die eigentliche große weltgeschichtliche Ergebnis der Grünen. So. Und dieser sozialdemokratische Proporz, ne, auf Kosten der Arbeiterschaft. Das Kapital ist also ein Gesellschaftsverhältnis, das erstens auf der gewaltmäßigen Enteignung von Grund und Boden beruht, zweitens in der Konzentration der Produktionsmittel in privater Hand, und drittens die Verwandlung der menschlichen Arbeitskraft in eine Ware. Damit ist der Prozess, der weit vor Christi Geburt mit der Entstehung der Warengesellschaft und des Privateigentums begonnen hat, samt der weltgeschichtlichen Niederlage des weiblichen Geschlechts auf den Punkt gebracht. Das heißt, es ist nur lösbar, auch die Frage der Ökologie und ist auch nur die Frage des Feminismus ist letztlich nur lösbar, wenn man die Ware verschwinden lässt. Und das ist nur möglich, wenn man das Privateigentum als entscheidende Kategorie angeht. Denn solange das vorhanden ist, werden die Menschen gezwungen sein, sich zu verkaufen. Das ist ein objektives Faktum. Wenn jetzt die Grundformel des Kapitals GW' ist, dann sieht das ja aus, als ob das Kapital ununterbrochen Junge produziert, also sozusagen sich andauernd reproduziert auf immer höherer Ebene. Der Marx sagt, das ist der Anschein, als ob das Kapital wie ein automatisches Subjekt funktioniert. Das ist die Theorie des sogenannten automatischen Subjekts. Habt ihr schon von gehört? Nee, wahrscheinlich, ne? Steht auf Seite 169 von MIW 23.
ist eine Zentralstelle, ist eine Zentralstelle im Kapital. Das Kapital tut so, als wäre es erstens ein natürliches Verhältnis und zweitens ein Verhältnis, in dem ganz automatisch ein permanenter Jungungsprozess, also Automatisierungsprozess, ein Automat abläuft, der immer wieder mehr Mehrwert produziert. Wenn das nicht stattfindet, eiderdaus, da sind Sie ja ganz fertig. Dann werden alle möglichen Register gezogen, dass es wieder dazu kommt. Das war 2008 so. Mindestens, das war die letzte große Krise. Was haben Sie da gemacht? Da haben Sie erstmal stillstiekum das Privatvermögen der kleinen Arbeiter verschwinden lassen. Wie haben Sie das gemacht? Die haben es massiv entwertet und letztlich in die Unterstützung des da niederliegenden Kapitals investiert. Sie haben wieder mehr oder minder das Volk, soweit es überhaupt, Sie haben es ja nicht gemerkt, das Volk hat nur gemerkt, da passiert ja was, wo kriegen das ganze Geld her, um sozusagen die bankrotten Fritzen da zu finanzieren. Ah ja, die haben die Kassen geräubert. Zweitens machen Sie das ganz gern so, indem Sie dann so vorgehen, dass Sie Krieg führen. Das machen Sie immer gerne. Indem Sie zum Beispiel sich die Ressourcen gesichert haben, um Ihre Scheißakkumulation wieder stattfinden zu lassen. Sie haben mal kurz irgendwann da unten, schon vorher und danach, im Irak mal einen Krieg geführt und so weiter und so fort. Versteht ihr? Das Kapital ist immer dabei, sich selbst wie ein Automat zu reproduzieren und die bürgerlichen Parteien rundum, alle bürgerlichen Parteien, ob die Linke eine bürgerliche Partei ist, ist noch zu fragen. Ich hoffe nicht, aber sie ist auf dem Weg dahin. Durch die Dominanz der Keynesianer in den entsprechenden ökonomischen Thinktanks. Dort sind keine Marxisten vorhanden und aktiv, sondern Keynesianer. Und Keynesianer wollen immer die Akkumulation, die automatische Akkumulation andrehen. Komme, was da wolle, sie nennen das in klassischer Terminologie Deficit Spending. Deficit Spending. Also man gibt sozusagen auf Pump Geld aus, holt dann wieder was rein und dann sagen die Neoliberalen, wir machen keinen Pump, wir räubern sozusagen das Volk direkt aus. Das ist so der Unterschied zwischen Keynesianern und Neoliberalen. Das ist der Unterschied. So einfach ist das. So einfach ist das. Was das Kapital, ich lese euch mal die Stelle vor. Der Mann ist ja gut, ne? Der Mann ist einfach gut. Und wenn er nicht gelebt hätte, müssten wir ihn neu erfinden. Die Bewegung, worin das Kapital Mehrwert zusetzt, scheint seine eigene Bewegung zu sein, seine Verwertung, Selbstverwertung. Somit hat das Kapital die okkulte Qualität erhalten, Wert zu setzen, weil es wert ist. Es wirft lebendige Junge oder legt wenigstens goldene Eier. Das ist Theorie. Des automatischen Subjekts. Alle bürgerlichen Parteien haben Angst davor, dass dieses automatische Subjekt zusammenbricht. Wir Marxisten können uns nur darüber freuen, weil es uns die Möglichkeit gibt, objektiv eine revolutionäre Politik zu verankern. Die gibt es schon vorher, aber das gibt uns nochmal enorme Möglichkeiten.
Wenn jetzt das Kapital zum automatischen Subjekt wird, dann ist es ja eine völlige Pervertierung der Wirklichkeit, denn die Menschen selbst sind das Subjekt, aber nicht das Kapital. Das nennt Marx übrigens den Kapitalfetisch. Das Kapital tut so, als wäre es das Subjekt der Gesellschaft. Und in Wirklichkeit sind es die armen Kerlchen oder Frauen oder sonst was, die den ganzen Kram produzieren und zum Beispiel die Frauen, die die Kinder in die Welt setzen, die dann von dem Kapital ausgebeutet werden. Das ist das Subjekt. Das Subjekt ist die menschliche Gattung und nicht das Kapital. Nicht das Kapital. Es ist eine Schweinerei. Marx nimmt das auf die Spitze und ihr merkt, wie hervorragend die Kritik der politischen Ökonomie ist. Die Kritik der politischen Ökonomie ist die Kritik der Pervertierung der Wirklichkeit. Ich weiß nicht, wie viel Zeit ich noch habe. Ich habe schon das Gefühl, ich bin etwas über... 56, du bist erst 50 Minuten dabei. So. Ach wunderbar, dann habe ich ja noch 2 Stunden Zeit. Also. Jetzt müssen wir, bevor wir weitermachen, noch ein paar Begriffe einführen, weil die in der Regel völlig unwissenschaftlich benutzt werden. Profit ist definiert. Es ist der Überschuss über die investierten Kosten. Ein anderer Begriff ist Mehrwert. Aber das Kapital ist nicht nur scharf darauf, also dass es Mehrwert ist, darauf rauskommt, ist es immer scharf. Aber es ist ganz wesentlich scharf darauf, dass das, was es ausgibt, profitabel, effektiv genutzt wird. Diese Größe der Profitabilität wird die Profitrate genannt. Die Profitrate ist das Verhältnis des Mehrwerts zum variablen Kapital, also dasjenige, was ausgegeben wird für die Arbeitskraft. Also die Profitabilität besteht darin, dass die eingesetzte Arbeitskraft optimal ausgebeutet wird. Das nennt man auch Produktivität der Arbeit. Produktivität der Arbeit heißt nicht einfach, da wird viel rausgerotzt, sondern Produktivität heißt ökonomisch, die Arbeitskraft wird effektiv ausgenutzt. Und zwar so effektiv, wie es nur geht. Und nach der Profitrate richtet sich alles. Ich mache euch das mal klar. Die Sozialdemokratie war ungeheuer erfolgreich nach dem Zweiten Weltkrieg. Und zwar hat sie die Massenproduktion und den Massenlohnstandard enorm erhöht, hat zu einem Nationallohn und so weiter geführt. Das Kapital hat dann irgendwann gesagt, Alter Daus, wir kriegen ja unheimlich viel Mehrwert raus, aber wir müssen so unheimlich viel investieren. Das machen wir nicht. Wir machen das nicht. Und dann haben sie angefangen, den gesamten sozialdemokratischen Errungenschaften abzuräumen. Das nennt man Neoliberalismus. Das nennt man Neoliberalismus. Neoliberalismus ist, wir machen die Ausgaben effektiv und ob da viel Mehrwert rausgekommen ist vorher oder nicht, wir hauen noch mal eine drauf. Und wir deregulieren die gesamten Verhältnisse. Wir deregulieren die Arbeitszeit, den Arbeitslohn, wir deregulieren alles und wir deregulieren die Terms of Trade, die Austauschverhältnisse, total. Ich überspringe jetzt ein bisschen, weil ich ja schon 50 Minuten dran bin. Ihr könnt es nochmal da so nachlesen.
Wir kommen jetzt zu dem wichtigsten Gesetz. Das ist das Gesetz des tendenziellen Falls der Profitrate. Das ist das wichtigste Gesetz in der gesamten Kritik der politischen Ökonomie. Es ist das Gesetz des tendenziellen Falls der Profitrate, steht im Kapitalband 3. Wie sieht denn das aus? Wenn das Kapital in die Maschinerie investiert, damit die Auspressung der Lohnarbeit immer effektiver wird, dann wird irgendwann mal die Ausgabe für die Maschinerie so groß, dass der variable Kapitalbestandteil, der für die Arbeitskraft ausgegeben wird, relational immer kleiner wird. Wird der aber immer kleiner, dann sinkt die Profitrate. Sinkt die Profitrate, dann sägt sich das Kapital den eigenen Ast ab. Die sägt sich den eigenen Ast ab. Habt ihr das verstanden? Also sie wird immer effektiver, das Kapital, muss dadurch die Ausbeutung von V permanent, also von der Lohnarbeit, permanent erhöhen, durch eine ungeheure Ausgabe in die Produktionsmittel. Und dann wird V so klein, dass die Ausgaben für C, also für das konstante Kapital, also für die Maschinerie und so weiter, so hoch wird, ja, dass es sich in den Arsch beißt. Das ist so. Und deswegen gibt es die Digitalisierung. Die Digitalisierung wird deswegen zu einem großen Schlager, weil durch die Digitalisierung die Kosten fürs konstante Kapital erniedrigt werden können wieder und sie kommen wenigstens zeitweise aus der Falle raus. Deswegen gibt es Digitalisierung, weil Digitalisierung ermöglicht, den maschinellen Einsatz so effektiv zu gestalten, dass sie V nicht angreift und gleichzeitig die Kosten für die Produktionsmittel senkt. Deswegen gibt es die Digitalisierung. Nicht damit irgendwelche jungen Leute auf ihrem Smartphone rumdrücken. Deswegen nicht. Deswegen nicht. Um dem zu entgehen, diesem Gesetz des tendenziellen Falls der Profitrate, hat das Kapital einige Schritte eingeführt, die ich nenne, und danach höre ich auf. Diese Gesundheitsversorgung muss billiger werden. A, ist geschehen. In grosso modo ist die Bevölkerung, wenn sie nicht viel Geld hat, nur noch unreichend versorgt. Zweitens, Ausschlachtung der Produktionsbedingungen durch Investitionsgesellschaften geschieht. Das heißt, die industrielle Basis des Kapitals wird verkauft und ausgeräumt und abgewickelt. Ist geschehen 2003 durch Einführung der Heuschrecken durch SPD und Grüne. Durch SPD und Grüne. Durch SPD und Grüne. Ich habe dem Fischer immer gesagt, Fischer, du wirst letztlich nur in der Toskana landen oder, wenn es schlimm ist, im Aufsichtsrat bei BMW. Er ist leider da gelandet. Er ist da gelandet. Da hat er zu mir immer gesagt, ich wäre Kapital, ich wäre Marx-Freund. Da habe ich gesagt, besser Marx-Freund als im Aufsichtsrat bei BMW. Drittens, Eindringen des unproduktiven Kapitals, was ja anfällt bei der fallenden Profitrate, in die Wohnungen. Das heißt, die stürzen sich wie die Geier auf die Städte und ziehen der Bevölkerung den letzten Rest, den sie noch haben, an Lohn aus den Rippen, sodass es war immer die Rechnung, ein Drittel für die Wohnung.
zwei Drittel für die anderen Kosten. Heutzutage ist es ganz umgekehrt. Nicht ein Drittel, sondern die Hälfte für die Wohnung, sogar noch mehr für die Hälfte. Wenn also eine normale Familie 100 Quadratmeter, und da ist sie ja sozusagen noch wenig, also von zwei Kindern und was weiß ich, dann gibt die 1700, 1800 Euro aus. Stellt euch mal vor, das ist ein Drittel, dann hätte die ein Gehalt von 5400 Euro. Wer hat denn das? Nobody. Nobody. Das ist nichts anderes, als dass man auf Grundlage des Falls der Profitrate die Städte ausräubert mit Beihilfe der SPD und der Grünen. Du hast als Kommunalpolitiker damit zu tun gehabt. Die großen Lösungen spielen sie auch durch. Und dann höre ich auf. Ich habe heute früh schlicht und einfach mal mir die Zeitung geholt. Die Allgemeine Zeitung. In der Allgemeinen Zeitung steht irgendwann immer darum, worum es geht. Das ist die AZ aus Mainz. Ne? Attacke gegen Truppenabzug. Das heißt, die machen tatsächlich Reklame dafür, dass die deutsche Bevölkerung das US-Kapital bei sich behalten will, damit die effektiv Krieg machen können. So was Bescheuertes gibt es doch überhaupt nicht. Das ist doch eine Schweinerei. Dann gehen wir mal weiter drunter. Opel, wir haben zehntausende Jobs gesichert. Das gehört unmittelbar damit zusammen. Auf der einen Seite wird Krieg vorbereitet, auf der anderen Seite wird dieser Scheißdreck der Selbstvernichtung, der ökologischen Selbstvernichtung groß gemacht. So kann man also so eine Zeitung mal studieren, was da so alles drinsteht. Und wenn man dann die Seite 3 aufschlägt, dann ist schon wieder nur über den Truppenabzug, das heißt über das krampfhafte Beibehalten der imperialistischen Mehrmacht sozusagen drin, um den, die ja nur sozusagen finanziert wird, um die Profitrate, die Zerschlagung der Profitrate aufzuhalten. Also man sieht gut, das Kapital versucht sich rauszuziehen, indem sie die verschiedenen Verbilligungen einführt, aber auf einen Krieg hin sich ausrichtet. Kapital ist eine Kriegsführungsgröße. Und selbst wenn sie das nicht, wenn das nicht das primäre Ziel ist, so ist es immer ein Ziel, was optional offen gehalten wird. Der Trick der politischen Ökonomie heißt, diesen gesamten Perversionsprozess durchschauen und praktisch sich diesem ungeheuren Verschleiß an Arbeitskraft, menschlicher Integrität, Fruchtbarkeit und Anstand zu entziehen. Das nennt man auch, wenn man das macht, sozialistische Revolution. Danke.